Straßenbahn-Derby in der Penny DL, die Krefeld-Pinguine gegen die Düsseldorfer EG. Und es ist ein Premierenspiel, und zwar für Düsseldorfs Jan Brejcak. Er zum ersten Mal in einem Pflichtspiel im Trikot der Düsseldorfer EG und soll dem Team von Harold Kreis mehr Stabilität in der Defensive, aber auch vorne ein paar Impulse geben. Und bei Krefeld ist er der Mann der Stunde, Lukas Lessio, mit 4 Treffern in den letzten 4 Spielen unter Clark Donatelli. Aber den besseren Start in die Partie haben die Düsseldorfer erwischt. Das ist die 9. Spielminute. Das ist Ken-Andre Olem. Dann ist es Jensen, der sieht Olem freistehen im Slot. Und der hat die Kelle auf dem Eis, fälscht ab, aber der Puck knapp übers Tor. Da hat nicht viel gefehlt. Olimp seit 14 Spielen ohne Treffer. Auf der anderen Seite die Krefeld-Pinguine mit Szymanski. Gefährlich in der 12. Spielminute. Schöner Pass von Tjanulin. Und dann hat Szymanski Zeit und Platz. Aber Mirko Pantkowski im Tor der Düsseldorfer EG zur Stelle. In der 18. Minute durften die Krefelder aber dann jubeln. Und natürlich will man sagen, Lukas Lessio erfolgreich. 5. Treffer im 5. Spiel in Folge. 1:0 für die Krefeld-Pinguine. Der Mann hat einen Lauf. Clark Donatelli hat Lukas Lessio definitiv besser gemacht in den letzten Wochen. Im 2. Drittel Krefeld weiter gefährlich. Düsseldorf zwar die aktivere Mannschaft, die haben sich auch Chancen erspielt, aber Krefeld immer wieder auch durch Konter gefährlich. Szymanski auf und davon und der macht das 2:0 in der 26. Spielminute. Der Fehler an der gegnerischen blauen Linie von den Düsseldorfern. Jan Brejcak bekommt die Scheibe nicht unter Kontrolle. Und Szymanski bleibt cool, keine Chance für Pantkowski. Szymanski legt sich den Puck auf die Rückhand und dann über den Schoner ins Glück. 2:0 für Krefeld und Düsseldorf mit der Antwort. Ebner von der blauen Linie, Flake fälscht ab, aber da fehlen dann ein paar Zentimeter der Puck. Das sehen wir hier nur an der Latte. Es bleibt beim 2:0 für die Krefeld-Pinguine. Harold Kreis und die DEG im 3. Drittel gefordert. Und sie versuchten es. 54. Spielminute. Bartha auf Kamera. Schöner Pass durch den Slot. Und dann ist es Carey, der direkt den Puck versucht, im Tor unterzubringen. Aber die Scheibe geht am rechten Pfosten vorbei. 2 Minuten später, 56. Spielminute, Düsseldorf braucht einen Treffer. Sie brauchen eigentlich 2. Und Düsseldorf kommt über Olimp. Pass in den Slot, Kamera hält die Kelle rein und auf einmal ist er drin und Düsseldorf wieder dran. 1:2, 5. Saisontreffer für Kamera. Der erste Treffer für Düsseldorf nach zuvor 120 Minuten ohne eigenes Tor. Und die Hoffnung für Düsseldorf, dass hier doch noch was geht in diesem Straßenbahn-Derby. Düsseldorf ging dann volles Risiko, Torwart raus. Aber Krefeld macht den Deckel drauf durch Lukas Lessio zum 3:1, 23 Sekunden vor dem Ende. Krefeld gewinnt dieses Spiel und Krefeld ist verbessert unter Donatelli. Clark ist reingekommen, Mann mit viel Erfahrung, hat uns, das habe ich letztes Mal schon gesagt, uns eingepredigt, dass wir Eishockey einfach spielen sollen, aber zu 100%, also bei jedem Wechsel Vollgas geben. Und seitdem er da ist, machen das die Spieler. Er ist korrekt zu uns und ja, der Spaß ist ein bisschen wieder zurückgekommen, nicht? Unter Clark, Donatelli und Boris Blank. Ja, natürlich brauchen wir ein bisschen Glück zum Tore schießen, aber wir zwingen es auch nicht richtig. Wir haben zwar viele Schüsse und Chancen, es gab auch viele Nachschüsse, aber im Endeffekt ja, haben immer die Krefelder uns oder haben das Tor gut verteidigt. Wir sind kaum richtig in den Slot reingekommen. Hatten ja, schon viele Chancen, aber ich glaube auch viele waren ungefährlich und man muss auch den Torhüter loben, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht von Krefeld. Nikita Kwap verpasst zwar den ersten Shutout seiner Karriere, feiert mit seinem Team aber den ersten Heimsieg nach über einem Jahr in der Penny DEL. Alle Spiele der Penny DEL live, nur bei Magenta Sport.